Hallo und herzlich willkommen zur Total War Arena mit mir, Gaius Julius Caesar. So, und ich muss direkt mal schauen, wo ich am besten hingehe. Mich hat hier jemand eingeladen, ihr kennt ihn vielleicht. Das war der beste Spieler des letzten Videos, das ich hochgeladen habe, wenn alles geklappt hat, wie es sein sollte. So, ich habe mich jetzt hier mal in der Mitte aufgestellt. Genau, hier ist mein Verbündeter. In Anführungszeichen. Okay, er geht jetzt hier hin. Will mich dann wohl ein bisschen unterstützen. Das freut mich. Das heißt, ich warte vielleicht mal kurz auf ihn. Ich stürme nämlich immer so schnell vor. Das ist, glaube ich, nicht so gut. So, übrigens, ich habe jetzt hier Stufe 5 Einheiten, die ich gerade frisch neu bekommen habe. Das heißt, ich habe hier leider noch keine Verbesserungen. Das heißt, gegen Stufe 5 Einheiten derselben Art werden sie wahrscheinlich verlieren. Aber das ist die letzte Einheit vor den Elefanten. Richtig, ab Stufe 6 kann man Elefanten hier haben. Das ist gefährlich. Hier ist Kavallerie, da habe ich also kein Problem mit. Wir rücken hier vor. Hier ist unsere verbündete Kavallerie. Sind das eigentlich Römer oder Griechen? Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, Freunde. Ah, die haben hier auch Speere. Unsere Kavallerie konnte hier schon richtig reinrennen. In die feindlichen Bogenschützen. Richtig cool. Allerdings auch die feindliche Kaff konnte da reinlaufen. Ah, und hier haben sie richtig gute Fernkämpfer. Die sind richtig stark, das sind diese Steinschleuderer. Ah, da will ich eigentlich ungern in den Kampf gehen. Okay, er will reinlaufen. Ich stehe ihm ein bisschen im Weg, habe ich das Gefühl. Ah, das sind schon viele Feinde hier, vor allem Bogenschützen hier. Ah, die haben eine Reichweite. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Rein oder nicht rein? Das ist hier die Frage. Ja, nee, das sind auch noch die Schleidenschleuderer. Achtung! Unsere Männer werden angegriffen! Schnell! Alle gemeinsam zum Angriff! Ja, das wird mir natürlich gehört das feindliche Lager uns. Ordentlich erwischt. Aber wir ziehen uns jetzt mal zurück. Ich glaube, das ist jetzt hier an der Stelle schon die richtige Wahl. So, das feindliche Lager wird schon eingenommen von, ja gut, ein bisschen Kavallerie, die da durchläuft. So, was haben denn die für eine Reichweite? Und hier sind das Stufe 6 Speerträger. Sehr gefährlich. Was ist denn hier los? Wieso bleibt denn der stehen? Was soll denn das? Er lässt eine Einheit hier einfach zurück. Das Problem ist, ich weiß genau, das sind die Fernkämpfer. Ah, und eigentlich habe ich auch keine Chance gegen Stufe 6. Wenn er hilft. So, wir können jetzt schön in die Flanke hier rein, Freunde. Ich will Blut sehen. Macht euch Gold, Motivierte. Der Feind greift unser Lager an. Wir haben eine neue Fähigkeit. Ich habe Geld. Reden wir. Bestechen. Zerhackt sie. Speere. Bringt sie um. Speere. So, wir machen hier zweimal Phalanx. Tor. Halt das wirklich nicht. Sie. Holt sie euch! Jetzt! Bringt sie um! Ich will Blut sehen! So. Sperre! Okay, wir können, können wir jetzt hier nochmal besprechen. Oh nein! Im Laufschritt. Weg, 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 weg! Halt gehört das feindliche Lager uns! Das ist ärgerlich. Sperre! Töten! Bringt sie um! Halt gehört das feindliche Lager uns! Was machen denn die? Ich hab doch gesagt, ich soll da weg. Speere! Töten!
Okay, wir müssen hier raus. Das läuft hier gerade nicht wie geplant. So, und wir laufen hier rein. Und das feindliche Lager wird von unseren Truppen eingenommen, Mensch. Das läuft doch richtig gut hier. Jawohl, sehr schön, Freunde. Sieg. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben die Truppen hier gut beschäftigt und unsere Verbündeten konnten das Lager einnehmen. Das habe ich jetzt gar nicht beobachten können. Hier gab es gerade ein bisschen Kauderwelsch. Ich habe jetzt noch gar nicht gemerkt, dass ich jetzt natürlich die next bessere Fähigkeit einsetzen darf. Mit Stufe 5 Einheiten. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Das war, glaube ich, eine Fähigkeit, die feindliche Einheiten schwächt. Bestechen hieß die. Wir schauen sie gleich an. Ja gut, von den Punkten hätten wir besser sein können. Wir haben nicht so viel gekämpft, weil wir halt am Anfang ein bisschen abgewartet haben. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so dumm, am Anfang abzuwarten. So, also was haben wir hier? Bestechen. Verursacht eine beträchtliche Schwächung des Angriffs einer feindlichen Einheit. Okay, das ist interessant. Das ist doch richtig interessant. So. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Kann ich hier schon Verbesserungen? Ja, für Geld machen wir das natürlich gerne hier. Und wir gehen nochmal direkt auf bereit. Dann gibt es nämlich in diesem Video gleich eine zweite Schlacht mit unserem Kavallerieverbündeten, der diesmal aber auch nicht so viele Punkte gemacht hat. Er hat ein bisschen auf uns geachtet. Hat sich genauso wie wir ein bisschen zurückgehalten. Aber wie gesagt, wir konnten die feindlichen Truppen zu unserem Lager locken, aber da konnten wir sie dann gut bekämpfen. Und in der Zeit konnten dann andere Verbündete von uns das feindliche Lager anscheinend einnehmen. So, und diesmal muss ich mal darauf achten, dass ich die Fähigkeit des Bestechens etwas besser einsetze. Ich habe da, glaube ich, jetzt aus Versehen mit zwei Einheiten gleichzeitig die Fähigkeit eingesetzt. Das ist natürlich nicht so clever. Das sollte man immer nur einmal pro Einheit machen, weil es braucht natürlich immer wieder einige Aufladezeit, bis das Ganze bereit ist. Aber taktisch war diese Schlacht, die wir geführt haben, glaube ich, ziemlich gut. Wir konnten den Feind von der Flanke angreifen und dann nochmal ein bisschen von hinten. Dann aber wiederum haben diese feindlichen Einheiten, die dann zu uns kamen, es geschafft, uns zu verwirren. Denn die waren in unseren Farben, in der Farbe Blau. Und in Wahrheit waren das aber Feinde. Und dann haben sie noch Feuer gelegt und da haben sie ordentlich für Verwirrung gestiftet, weswegen wir dann nicht so sinnvoll vorgegangen sind, wie man das vielleicht hätte machen können. Ja, hier sehen wir es gerade. Achtung von hinten. So ungefähr haben wir am Anfang gekämpft und konnten dem Feind schön in die Flanke laufen. Da hat er einen kleinen Fehler begangen. So, und jetzt haben wir hier den Rubikon. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir beim Rubikon hingehen. Also, da lohnt sich ja theoretisch die Mitte. Ja, die Mitte würde sich anbieten. Die Mitte würde sich doch anbieten. Hier, schaut euch das an, den schönen Rubikon, den ich vor über 2000 Jahren mit den Worten Alia Jagta Est in Griechisch überquert habe. Diesmal haben wir... Ja, interessant. Wir haben auch diese starken Barbareneinheiten dabei, die uns jetzt hier am Ende zugesetzt haben. Ein paar Bogenschützen haben wir dabei, ein bisschen Kavallerie, ein paar Hunde, es ist recht ausgeglichen. Wir wissen natürlich nicht, was der Feind hat. Also wir haben viele Stufe 5 Einheiten dabei. Unser Verbündeter ist der einzige mit Stufe 4 Einheiten. Das schwächt uns natürlich ein wenig. So, wir warten hier natürlich noch, dass die letzten beiden reinladen. Und dann schauen wir mal. Hier ungefähr wäre die Mitte, glaube ich, ob wir hier dann von der Mitte starten, wenn wir einen guten Platz bekommen. Falls nicht, können wir natürlich auch über die Flanken laufen, also linke oder rechte Flanke. Ich muss auch zugeben, ich finde das immer schön gemacht hier. Also die Karten sind echt ordentlich, es kommen sicherlich auch wieder neue Karten, wenn wir höhere Stufen haben. Und wie ihr sicherlich wisst, bin ich schon sehr gespannt auf die Elefanten. Ich brauche jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, noch 20.000 Erfahrungspunkte für meine Einheiten. Dann kann ich endlich mit Elefanten spielen. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen erst reinkommen, wie man mit denen ordentlich spielt, mit den Elefanten.
So, gleich mal ein bisschen Motivation an unser Team. So, wir gehen direkt hier mal auf die 6. In der Mitte, zentral. Okay, kam als Antwort. Fragen wir doch einfach mal, woher die ganzen Leute kommen. Vielleicht teilt es der eine oder andere mit. Unsere verbündete Kavallerie ist jetzt hier weiter weg. Okay, auf die können wir uns nicht verlassen. Uganda, interessant. Ich weiß jetzt nicht, was mit MSK gemeint ist. Stufe 6 Barbaren-Schwertkämpfer, interessant. Oh, und die Elefanten, die wir bald haben wollen. Ach du Schande. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir die Elefanten am besten bekämpfen. Ich würde mal sagen, die ziehen sich alle zurück. Oh Gott, wir werden hier, glaube ich, überrannt, habe ich das Gefühl. Wir wollen auch nicht direkt gegen Elefanten kämpfen. Wir ziehen uns auch zurück. Ist auf jeden Fall gut, wenn die Fernkämpfer schon Schaden machen. Ich habe echt Angst, da in die Elefanten reinzugehen, muss ich sagen. Wir werden mal unsere Fernkämpfer hier ein bisschen üben lassen. Hoffentlich kriegen wir das an den Flanken hin. Na, jetzt aber weg. Ja, da laufen sie weg. Ja, und die Elefanten kommen uns ein bisschen gefährlich nahe, habe ich so das Gefühl. Wir werden uns mal ein bisschen hier aufteilen. Ich habe Geld. Reden wir. Streckt sie nieder. Schnell. Die laufen einfach durch. Speere. Schon krass. Speere. Muss ich sagen. Speere. Oh, der Stampfer. Alle gemeinsam zum Angriff. So. Macht euch Gold, Motivierte. Töten. Es wird sich für euch lohnen. Wärt ihr nicht lieber reich als tot? Ich will Blut sehen! Wir versuchen jetzt irgendwie gegen die zu kämpfen, weil... anders... Ja, jetzt stampfen sie natürlich, da machen sie ordentlich Schaden bei uns. Eieieiei. Die machen ordentlich Schaden. Also ich weiß nicht, ob das so clever ist, was wir hier machen. Du ihren Befehl! Zusammenbleiben! Wir gehen rein! Kampfbereit! Zerhackt sie! Okay, ich weiß... Oh nein! Kam da jetzt echt feindliche Kavallerie. Ich will Blut sehen. In unsere Flanke rein. Das ist schon mies. Verdammt. Okay, wir ziehen uns hier zurück. Können wir uns irgendwie zurückziehen? Speere, bringt sie um. Alle gemeinsam zum Angriff. Okay, das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Also diese Elefanten sind echt stark. Also ich freue mich schon drauf. Ja, jetzt jagen sie uns natürlich. Da kommt der Feind. Töten! Habt ihr profitable Alternativen erwägt? Speere! Speere! Schnell! So, wir ziehen uns hier mal zurück. Halt, gehört das feindliche Lager uns! Ja, aber unser Lager wird auch eingenommen von diesen nervigen Elefanten. Die sind echt... Die halten einiges aus. Speere! So, hier stellen wir uns einmal neu auf. Jetzt sagen wir, unterstützen die hier mal. Die Seite hier sieht sehr gefährdet aus. Ich weiß nur nicht, was wir gegen die Elefanten machen sollen. Ah, griechische Hopliten, sehr gefährlich. Wärt ihr nicht lieber reich als tot? Wie wär's mit einem zusätzlichen Anreiz? Speere! Speere! So, hier kommen wir von hinten. Hier müssen wir schnell weg, bitte. Habt ihr profitable Alternativen erwägt? So, vielleicht können wir den jetzt schön in den Rücken fallen. Zusammenbleiben! Wir gehen rein! Ja, naja, mehr oder weniger. Die können hier leider ein bisschen fliehen. Wärt ihr nicht lieber reich als tot? Speere! Speere! Alle gemeinsam! Ja, und jetzt können wir in ihre Flanke hier fallen. Sehr schön. Zerhackt sie!
So stelle ich mir das vor. Ich will Blut sehen! Speere! Achtung! Unsere Männer werden angegriffen! Vernichten! Gemeinsam angreifen! So, jetzt ist es ein bisschen unübersichtlich. Vernichten. Ja, jetzt machen natürlich die Elefanten nochmal ordentlich Schaden. Speere! Was sonst? Speere! Dreck sie nieder! Ah, die feindliche Kavallerie kommt nochmal von hinten rein. Eieieiei. Verhackt sie! Speere! Streck sie nieder! Ich entlohne gute Leistung! So, jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht, was möglich ist. Jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Jetzt müssen wir hier kämpfen. Ich will Blut sehen! Bis zum bitteren Ende. Euch lohnen. Ja, die Elefanten hauen halt richtig hart rein. Wir haben die noch nicht mal ansatzweise geschwächt, habe ich das Gefühl. Also die eine Einheit hier, die eine Elefanteneinheit ist einigermaßen geschwächt. Ja, dann wäre da eine Einheit verloren. Hasdrubal ist tot. Ja, und unser Lager wird hier leider eingenommen. Aber das feindliche Lager wird eben auch eingenommen. Es ist zu früh für meinen Tod! So, ich übernehme hier mal eine Kavallerie, da ist jemand anscheinend AFK. Nein, jetzt wird unser Lager aber eingenommen. Verdammt. Wir müssen unseren Verbündeten hier Zeit verschaffen. Wir haben nicht mehr viele Truppen. Speere! Ihr Befehl? So, wir müssen jetzt hier zu unserem Lager vorstoßen. Unbedingt. Schnell. Wir müssen Zeit verschaffen. Lauf! Ah, verdammt. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist eine spannende, knappe Schlacht hier. Aber die können unser Lager hier einnehmen. Schaut nach hinten! So. Kommt. Hoffentlich hat das jetzt was gebracht und wir können das Lager einnehmen. Ja, die werden uns gleich von der Flanke angreifen, habe ich das Gefühl. Können wir uns hier irgendwie schnell noch zurückziehen, bitte? Können wir hier schnell wegrennen? Ja, nee. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Aber wir konnten unser Lager einige Zeit verteidigen. Also wenn jetzt unser Verbündeter es schafft, das feindliche Lager einzunehmen, dann war es nicht umsonst, was wir hier gemacht haben. Dann haben nicht mal die Elefanten es hier geschafft. Wir bleiben hier stehen. Das ist ja das Wichtige jetzt. Geht mal auf den Schwächsten. Lauf, 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 lauf. Weg, 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 weg. Weg von diesen. Weg von diesen da. So, und das feindliche Lager wird gerade eingenommen. So weit, so gut. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie noch ein bisschen halten. Weg von den Elefanten und weg von den feindlichen Truppen hier. Einfach nur unser Lager verteidigen. Das ist jetzt hier das Wichtige. Im Laufschritt! So, das ist jetzt. Schnell! Tor! Oh nein, es ist unsere Einheit hier aber geflohen, ohne dass wir noch gekämpft haben. Das ist ärgerlich. So, ich hoffe, wir konnten den Freunden hier genügend Zeit verschaffen. Kavallerie nimmt, glaube ich, nicht so schnell ein. Es ist ein langsamer Fortschritt, aber es ist ein Fortschritt. Komm, jetzt müssten wir es doch schaffen. Das können sie nicht mehr. Das können sie normal nicht mehr einholen. Das war jetzt wirklich richtig spannend, würde ich mal behaupten. Wir haben es geschafft, obwohl die Feinde ja doch recht überlegen waren. Vor allem durch diese Elefanten. Also da hat man mal gesehen, wie stark die Elefanten sind. Aber puh, Leute, ein zweiter Sieg. Aber ich habe echt gezittert. Also es war hart. Wir haben, glaube ich, nicht so viele Punkte.
Aber wir haben, glaube ich, wichtig dazu beigetragen, dass unser Lager nicht eingenommen wurde. Also ich glaube, ohne unsere Einheiten wäre ich nicht so sicher, ob unser Lager überlebt hätte. So, wir können nochmal kurz schauen. Ja, wir sind so im mittleren, unteren Bereich. Haben aber überall ein paar Punkte, haben überall, glaube ich, einiges Gutes geleistet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt das in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Wie ihr seht, ja gut, hier fehlen mir nochmal die 4700 und dann nochmal 20.000 für Elefanten. Also hoffentlich in einigen Videos dann bald mit Elefanten. Bis dorthin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.